They say you're only young once, young once, but we live for it, we die for it, we live for forever. They say you're... Der Regen und dann der Wind und ja, es war schon echt mühsam gestern, aber gut. Wir können sie uns zum Glück noch nicht aussuchen. Wetter gibt es noch nirgendwo im Katalog zur Bestellung. Insofern müssen wir es nehmen, wie es kommt. Und es war ja jetzt auch keine lokale Erscheinung, die sozusagen, weil die Offenbacher sich einfach schlecht benommen haben, den Wettergott dazu verleitet hat, hier mal ein Wochenende das Wasser abzulassen, sondern das ist ja eine europaweite, flächendeckende Wettererscheinung des diesjährigen Sommers, dass es seit Tagen, seit Wochen in ganz Europa an verschiedensten Orten schüttet wie aus Eimern. Und wir dürfen froh sein, dass wir heute hier ein wirklich so tolles Flugwetter bekommen haben. Ja, und wieder mal zwei Turbinenhelis gleichzeitig. Links Bossis Padua aus Belgien mit einer 430 und rechts der Thomas Buchheit mit seiner Lama SA 350. Also das Wort Lama kommt schon wieder bei meinen Lippen. Das ist also ein Zeichen dafür, dass das ein Hitzschauermuster ist, das immer auch nach wie vor gerne von den Modellbauern nachgebaut wird. UT heißt die, ja, das ist die Maschine, die letztendlich ein Kufenlandegestell unten dran hat. Jetzt hat er den Landescheinwerfer eingeschaltet, der sozusagen optisch in Erscheinung tritt. Die Bell 430 ist ja im Prinzip eine Weiterentwicklung der ursprünglichen Bell 222, also der Bell 222. Die 222 wurde irgendwann mal dann auch verbessert, besserer Rotor, Kabine etwas aufgeprimmt zur Bell 230. Und aus der 230 hat man die nochmal gestretched, in die Länge gezogen, aus einem Zweiblatt einen Vierblatt Hauptrotor gemacht. Und damit wurde sozusagen aus der 230 die 430. Und so ein Modell hat es hier Francis Padua als Modell der Bahn. Im absoluten Slow-Motion-Mode die AS315 von Thomas, der hier absolut vorbildgetreu mit seinem Modell unterwegs ist und so natürlich auch Möglichkeiten und Gelegenheit gibt, den Fotografen für das Modell in der kompletten Schönheit in der Luft zu präsentieren. Liebe Zuschauer,
Start bittet, jetzt einmal mächtig gewaltig. Das ist da unten Bellheim, die Richtung. Rülsheim. Die waren, glaube ich, nicht so brav wie wir, ne? Im Schwebeflug muss der Auftrieb nur durch den stationären Flug auf der Stelle erzeugt werden. Also keine Vorwärtsbewegung, kein dynamischer Auftrieb hilft dabei, sondern geht alles rein aus der Leistung des Triebwerks. Keine aerodynamische Unterstützung. Während im Vorwärtsflug ja die Tragflächen, die Rotoren an sich, Seite gelandet. Francis Padois, Applaus für unseren Belgier.